Hallo liebe YouTube-Freunde, heute werdet ihr die Konstellationen für den Monat Oktober 2020 und die Prophezeiung von Nostradamus erfahren. Der Oktober wird von 11 negativen Zeichen geprägt und die positiven daneben bleiben spärlich. Um gut durch den Oktober zu kommen, müssen wir uns warm anziehen. Es kann nichts verschoben werden, um es in diesem Monat nicht hässlich werden zu lassen. Die Zeiten werden immer schwieriger. Die Prophezeiung Nostradamus lautet wörtlich für den Oktober in der dritten Zenturie, Vers 94. 500 Jahre lang wird man dem, der eine Zierde seiner Zeit war, nicht viel halten. Dann plötzlich wird große Klarheit herrschen. Man wird sehr damit zufrieden sein. In diesem Vers spricht Nostradamus von sich selbst. In seiner Zeit war er ein Prophet, auf den man hörte. So sagte er seinen Zeitgenossen den 30-jährigen Krieg voraus. Und das wurde mit viel Anerkennung geschätzt. Allerdings hat sich das später deutlich verändert. Wollte man von ihm nichts mehr hören, obwohl er den Zweiten Weltkrieg haargenau auf das Jahr vorausgesagt hat und ebenso viele andere Ereignisse auch. Dieser Monat wird uns alles abverlangen und wir müssen in den ersten Oktobertagen aufpassen, dass nicht alles drunter und drüber geht. Heftige Aggressionen könnten sich lähmend auf uns auswirken. Aber warum ist es so? Es liegt an den Planeten, die sich gegenseitig in Spannung gegenüberstehen. So sind in den ersten Oktobertagen Saturn und Pluto in einer harten Quadratspannung. Dann steht die Sonne mit Saturn und Pluto in der Spannung. Und auch Mars und Jupiter sind in Spannung. Zum Monatsende steht dann die Sonne dem Uranus gegenüber. Das sind harte Kämpfe, wie in einem Krieg, der alles durcheinander bringt, ja alles auf den Kopf stellt. Es ist kein leichter Monat Oktober. Es sieht wirklich danach aus, als würden wir in einem Krieg stecken, der die Welt heimsucht. Doch hier der kleine Lichtblick. Halten wir zusammen, helfen wir einander. Dann kann damit ein neuer Durchbruch erzielt werden. Ja, ein Neuanfang in allem. Denkt darüber nach und handelt in Liebe. Herzlichst, eure Deria.